Ein mit 16 Tonnen Stahlblech beladener LKW war am Dienstag auf der A49 in Fahrtrichtung Marburg unterwegs. An der Abfahrt Baunatal Süd verließ der 31-jährige Fahrer aus Wolfenbüttel die Autobahn und verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Sattelzug und krachte in die Leitplanke. Durch die starke Fahrbewegung kam seine Ladung ins Rutschen und verteilte sich mit voller Wucht auf der gegenüberliegenden Auffahrt in Richtung Marburg. Glücklicherweise befuhr zu dieser Zeit niemand die Spur, sodass keine Verletzten zu beklagen sind. Ob und inwieweit die Ladung korrekt gesichert war, konnte uns die Polizei nicht mitteilen. Bevor die Fahrbahn geräumt werden kann, muss nun ein Gutachter im Auftrag des VW-Werks klären, inwieweit die Ladung beschädigt ist. Nach Angaben der Polizei wird der Schaden an der Ausfahrt auf ca. 21.000 und am Fahrzeug auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Die Autobahn wird nach letzten Schätzungen der Polizei noch bis ca. 18 Uhr andauern.